Herzlich willkommen beim Let's Play Together Minecraft. Und zwar spielen wir hier nicht nur Minecraft, sondern den Feed the Beast Minecraft Mod Pack. Also da sind total viele Mods dabei, aber da kommen wir später noch mehr ins Detail. Wir haben uns den Server gesucht, Wicked. Das ist ein deutscher Minecraft-Server. Ich fand den einfach cool, weil der läuft. Und da sind noch ein paar mehr Plugins drauf, die. Ach, egal. Gehen wir mal nicht auf die Plugins ein. Wir sind hier in einer Nacht mit Vollmond angekommen. Ja, Vollmond haben wir. Und hier haben wir einen schönen Urwald. Und hinter uns haben wir ein bisschen, ja, Steppe, würde ich mal sagen, mit ein paar Schäfchen. Aber da wir als Minecraft-Spieler erstmal Holz brauchen, würde ich sagen, auf in den Urwald. Komm mit. Ach ja, bevor ich das vergesse, also ich bin Björn und ich hüpfe die ganze Zeit vor der Kamera rum. Dann gibt es noch Felix, der hüpft hinter der Kamera rum. Moin. Beziehungsweise er lenkt den Spieler, den ihr gerade sehen könnt. Und ich merke hier, der Urwald ist ein bisschen. Ja, kommst du hinterher? Ja. Ich Ja. mache hier mal den Weg, weil sonst kommen wir nicht in den Urwald. Ich weiß nicht, ob das überhaupt eine gute Idee ist, hier so abzutragen. Irgendwo muss ich mir eine Treppenstufe bauen. Jetzt muss ich mir eine Treppenstufe bauen. So. Ja, was ist zu dem Minecraft-Modpack zu sagen? Mensch, ist das hoch. Wir sind ja schon fast in den Sternen. Also bei Minecraft Modpack sind sehr viele Mods dabei. Wer schon mal Tekkit oder Industrial Craft oder Buildcraft gespielt hat, weiß, was ich meine. Also vieles werdet ihr dann wiedererkennen, wenn ihr es nicht gespielt habt. Seid gespannt. Man kann eben nicht nur Minecraft spielen, man kann nicht nur die Welt verändern, man kann auch Maschinen bauen, die auch die Welt verändern. Während man daneben steht. Und das finde ich eigentlich ganz interessant, weil das öffnet ganz neue Spielmöglichkeiten. So, und bevor ich jetzt allzu viel erzähle, stelle ich gerade fest, dass Felix mir gerade so. Ja, doch, der hat den Weg gefunden, den ich ihm gemacht habe. Schön. Ja, ich bin ein paar Mal runtergefallen. Das machen wir nachher alles noch viel schöner. So. Ui, guck mal hier. Ein Weg. Weg. Oh. Und Ja, da drin moin. brennt das Licht. Da drin. Ja, also ich muss zugeben, es sieht zufällig aus, aber wir haben da dem Zufall ein bisschen nachgeholfen. Also. Hä? Ist bei dir auch gerade Stimmt. das Licht angegangen? Oder ist es Grafikbug? Das ist ein Grafikbuch. Grafikbug. Oder es liegt. Oh, guck dir mal den schönen Sonnenaufgang an. Ich weiß nicht, wie du die Grafikeinstellung hast, ob du auch so einen roten Himmel hast, der so ins Ja, habe Bläuliche ich. geht. Hast du? Habe ich. Cool. Ja, wir haben vorhin ein bisschen mit der Framerate gekämpft, aber wir haben festgestellt, Felix hat eindeutig den besseren. Nee, mach doch erst die kaputt, die reif sind, die hier. Mach ich doch. Du machst hier die anderen kaputt. Ja. So. Ich habe auch ein bisschen Hunger, aber ich glaube, ein Stück Brot dürfte reichen. Haben wir hier irgendwo eine Crafting Table? Nein. Ein bisschen X-Ray-Hack? Ach nee, wir haben kein X-Ray. Haben wir Holz? Nein, wir haben gar nichts. Dann würde ich sagen, nehme ich hier mein Stück Baum raus. Wir haben gar nichts. Ach so, ja, natürlich. Ja. So ist es, wenn man auf dem Minecraft-Server anfängt. So, ich habe den Baum gerade mal in eine schöne Crafting-Table verwandelt. So gehört sich das. Und So. Hausrezept. Für drei Weizen kriegt man ein Holz. Holz. Ein Brot. Ah, Mensch, ja. So, ich habe hier auch ein bisschen Holz.
Ich mache immer den Weg ein bisschen schöner, ne? Ich meine, man will ja auch sehen, dass hier Häuser stehen. Natürlich. Das will man unbedingt sehen. So, was mir auch aufgefallen ist, also hier, wenn du mehrere Blöcke abbaust, auch wenn die weiter voneinander entfernt sind, der Minecraft-Server tut so, als wäre das ein Block, haut die dann irgendwie lustig zusammen. Sind die Wobei. steif geworden? Ja, wir stehen hier schon ein bisschen länger rum. Ich hab's schön kaputt gemacht. Egal. Hey, hier sind Karotten. Geil. Gleich Sind die ernten. rein? Ja. Freuen sich die Schweine. Für Schweine. Schweine kannst du heutzutage nur noch mit Karotten füttern. Ach so. Wusstest du? Nein. Hast du lange kein Minecraft mehr gespielt? Richtig. Naja, Sehr okay. gut. So, wo haben wir denn jetzt? Wo wollen wir denn mal Wo unsere bist du überhaupt? Basis Ach, da bist errichten? du. Hinter dir. Wir haben zwei Möglichkeiten. Ich habe gehört, du bist ein guter Architekt, du kannst gut Häuser bauen. Wir könnten uns Habe ich ein nicht gehört. Haus bauen, was hier so entweder so in diesen Hausstil reinpasst, obwohl wir haben ja gar nicht das richtige Holz dafür. Wir könnten ein Baumhaus bauen, also hier, dass wir einen Baum fällen. Also können wir uns aussuchen, welchen Baum wir fällen und dann. Na, Ich bin dafür. du hast dich schon entschieden, ne? Ja. Ja, fürs Runterfallen. Ah, ich auch fast. Bau da mal irgendwas hoch. Ja, ich kümmere mich drum. Ich baue erstmal was, dass wir überhaupt stehen können. Genau. Es dauert ein bisschen, weil auf einer Leiter baut es sich ziemlich langsam ab. So, ich habe einen Block entfernt und den zweiten Block habe ich in ungefähr 20 Sekunden entfernt. Wenn du mir reinrennst, dann bricht er ab wegen PvP. Ja, toll. Uiuiui. Framerate-Einbrüche. So, cool. Dann können wir hier mal so eine Wendeltreppe bauen, wenn du Lust hast. Willst du denn so eine warme Wendeltreppe bauen? Ganz einfach. Ach so, ja. Wie erkletterst du sonst einen Baum? Ich meine, ich habe dich letztens in Rheinbeek Bäume klettern sehen. Echt? Nein, hast du nicht. Ach nee, nee, Moment. Hast du eindeutig nicht. Ja, ich hab dich verwechselt, ich geb's zu. Aber du kletterst doch gerne, oder? Natürlich kletter ich gerne. Nicht auch. Aber ich mag lieber Häuser und Dächer. Du magst lieber Hausdächer. Naja, da ist unser Spawn ja eigentlich auch nicht schlecht, weil eigentlich, lass uns das mal von hier oben angucken. Du siehst, pass auf, dass du nicht runterfällst, du siehst eigentlich kaum Häuser. Du siehst entweder nur so richtig, richtig steile Wände nach unten, zum Beispiel da hinten an der Farm, oder du siehst Hausdächer, die teilweise auf Bodenhöhe sind. Kommt drauf an, was man als Boden definiert hier. Das, wo wir sind, ist jetzt unser neuer Boden. Soll ich den Baum ganz fällen? Nein. Also die Wendeltreppe bleibt. Ja, richtig. Und das heißt, wir nehmen als Höhe. Ich würde sagen, dass wir uns auf dieser Höhe hier irgendwie was hinbauen. Gut. Ich habe gerade beim Craften gefailt, der craftet die jetzt einzeln. Erstmal würde ich eine Spitzhacke machen, damit wir hier mal unsere grundlegenden Rohstoffe zusammenkriegen.
bisschen. Ja, egal. So, hier bauen wir dann erstmal nur so eine einfache Plattform, ne? Ja, lass die mal nicht zu groß machen, das soll ja. So. Also, wir sind jetzt dabei, hier so unser Baumhaus ein bisschen zu bauen. Also, ich würde das jetzt eher als Vogelnest bezeichnen. Und ich denke mal, also, das reicht erstmal für die heutige Folge. Wir würden jetzt wahrscheinlich nochmal in die Minen laufen, also in der nächsten Folge, wo wir dann noch ein bisschen Rohstoffe sammeln, um das Ganze hier noch so ein bisschen hübscher zu machen. Also, freut euch schon auf die zweite Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis bald. Ciao.